Wie groß ist die Öffnung des Winkels EBG im dargestellten Würfel? Was wir suchen, ist also die Öffnung von diesem Winkel EBG, nennen wir diesen Winkel Alpha. Da die Öffnung dieses Winkels nicht von der Größe des Würfels abhängt, dürfen wir ohne Einschränkung annehmen, dass die Seitenlänge des Würfels 1 ist. Und somit muss die Diagonale von jeder Seitenfläche durch den Satz des Pythagoras Quadratwurzel von 2 messen. In diesem Dreieck EBG dürfen wir jetzt die Kosinusregel anwenden, die besagt, dass das Quadrat einer Seite dasselbe ist wie die Summe der Quadrate der zwei anderen Seiten minus das Doppelprodukt dieser zwei anderen Seiten mal Cosinus des Winkels, den diese zwei anderen Seiten bilden. Das heißt mal Cosinus von Alpha. Diese Gleichheit ergibt sofort, dass 2 dasselbe ist wie 4 minus 4 cos Alpha, woraus wir schließen, dass 4 cos Alpha 2 ist. Also muss cos Alpha ein halbes sein. Und somit ist der Winkel Alpha gleich 60 Grad. Also ist Antwort C die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade bearbeiten.